So, Attune Spell. Wen schmeißen wir da mal raus? Den da würde ich sagen. Dafür nehmen wir dich mit raus. Nimm, 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 nimm. So, Homing Soul Mass. Yeah. Oh, sehr schön. Und jetzt, sobald irgendwo irgendein Gegner auftaucht, schießen die drauf. Das klingt sehr praktisch. Ist da gerade einer verschwunden? Ja, ich glaube schon. Das könnte natürlich auch gut sein, dass wenn man zu lange rumdödelt. Und da ist ein Gegner, schießt drauf. Dass sie verschwinden. Ja, okay. Also man sollte es nur zaubern, wenn auch ein Gegner wirklich in der Nähe ist. Das heißt, ich versuche mit denen da hinten zu ignorieren und gehe gleich auf den hier los. Warum greift ihr nicht an? Ah. Okay. Das war komisch. Die haben ziemlich lange gewartet. Achso, und die Jungs konnte man nicht in das Loch locken, ne? Nee. Ah, vielleicht doch rutschen sie irgendwo runter oder so? Nee. Und weg. Hallo? Au. Trink. Macht gut Schaden, aber man hat nur 3 oder 4 Aufladungen davon. Also es ist nicht sehr effektiv, was Schaden pro Slot angeht. Roll dich. Oh, weg von dem Curse-Ding. Na komm, mach wenigstens einen jetzt weg. 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 Bei dem müssen wir wieder eine Weile rumtanzen. Ich gehe mal einmal hier rum und hoch. Na, von hier sniper ich ein bisschen. Und schieße die ganze Zeit daneben. 12 Pfeile noch, sehr gut. Ich würde gerne mal wissen, ob wir die Dinger hier später one-hitten können. Mit so einem größeren Seelenspeer. Also, ob man so viel mehr Schaden macht später. Weil die kommen einem doch recht zäh vor, die Viecher. Oh. Boah, dieses Gekicher und Geschnatter von denen. Das sind, glaube ich, die Glubschaugendinger. Das ist echt sehr irritierend. So, du bist alle. Du. Au. Wir haben jetzt schon gleich keine großen Geschosse mehr. Wir haben jetzt noch die 6 hier. Und 31 normale Pfeile. Und damit müssen wir eventuell gegen Boss kämpfen, wenn hier bald einer kommen sollte. Das, ja, nicht so schön. Weg. Also hier waren wir jetzt überall noch nicht. Das sieht verdächtig aus. Und die Leute, die hier drin gestorben sind, haben sich bestimmt... sind bestimmt vor den Löwenmenschen weggelaufen, hier rein, und dann kamen sie nicht mehr raus. Oder? Ja, verkriecht sich in die Ecke, will rausrollen, kommt nicht raus und ist tot. Übel, übel. So, hier, warte, 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 hier fiel man runter. Genau, Trap Ahead. Da war der alte Mann. Da wollen wir also nicht hin. Wir wollen... hier hoch? Weg von dem Gekicher. Hoch, 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 hoch. Fässer zum Kaputtrollen. Ah, und Loot. Was haben wir da? Skeptic Spice. Was ist ein Skeptic Spice? Also Spice ist ein Gewürz. Oh, wir sollten die Flasche nicht von einem aufstufen. Spice ist ein Gewürz. Das hier. Verringert Glaube für Einspruch. Und ein Skeptiker ist halt jemand, der nachdenkt. Nein, jemand, der also ein Skeptiker, was Glauben angeht, der
ist halt skeptisch. Das ist sehr schwer zu umschreiben, wenn man nebenbei am Spielen ist. Also jemand, der halt Dinge hinterfragt und nicht einfach nur glaubt. Was eine sehr, 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 sehr wichtige Einstellung ist. Wer einfach nur blind folgt, ist doof. So. Ja, und eine Nebelwand. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Pfeile für den Boss. Composure required ahead. Also Zurückhaltung oder dergleichen. Hilfe. Weakness, Tongue, Butthole. Rein. Was? Au, hey. Okay. Bist auch ein Zauberer. Das könnte interessant werden. Hey, den haben wir auch. Ich werde jetzt garantiert nicht nah rankommen. Boah. Genau, den haben wir auch. Nur nicht ganz so stark. Lauf. Wir machen fast keinen Schaden mit der Magie. Okay, wechsel auf den Großen. Das ist schon besser. Wir werden jetzt unterwegs einmal so ein Kraut essen müssen, um die Zaubersprüche wiederzubekommen. Nee, nicht den komischen... Oh. Haben wir das Kraut in der Quickliste? Natürlich nicht. Ich glaube, ich warte, bis sie die Stacheln in den Boden... Oh. Was kommt jetzt? Weg. Das... Da hinten ist sie. Geh weg von mir. Oh. So, komm, mach Stachel im Boden. Oder sowas. Benutze. Und tot. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Also wir waren einfach schlecht vorbereitet. Ich hätte von vornherein immer einen so einen Zauberspruch Auffüllkraut in der Hotkey-Leiste haben sollen. Dann ginge das auch. Das mache ich jetzt mal schnell. Wobei wir jetzt das eine, was wir hatten, verbraucht haben. So, also kommt immer ein Gutes rein. Und ich werde jetzt einfach an den Löwen vorbeilaufen. Weil die Löwen sind langsam genug und kommen nicht durch die Nebelwand, also sollte das hinhauen. Da. Und schon mal gleich auf die großen Pfeile umwegschwenken. Weg. Weg, 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 weg. Da, ganz große Pfeile. Nicht hier, sondern zwischendurch, genau. Lauf, 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 lauf. Gut, okay. Ja, Zeit für Ringe prüfen haben wir jetzt auch nicht, weil die Löwen kommen hinterher. Aber ich kann mal ganz kurz gucken. Mehr Stamina ist okay, Zaubersprüche ist okay, Lebenspunkt ist okay und da ist der Löwe, ja. Scheint okay zu sein. Also jetzt müsste es ein Ticken besser laufen, da wir halt mehr rumtouren können. Und während sie hochkommen, können wir das hier hinten mal einsammeln. Na, sind 12.000 Seelen. Haben oder nicht haben. Ah, das ist nicht gut. Ja. Uff. Gott sei Dank trifft uns immer nur... Nicht gut. Die erste Salve. Okay, ganz vorsichtig. Noch haben wir Regenerationseffekt. Ah, sehr gut. Schieß. Schieß. Sauber. Nah ran. Damit sie ihr Stachelding macht. Ja. Ich hoffe, die schützen sie. Ah, doch. Also die Stacheln schützen sie. Ah, hör auf zu weichen. Ja.
Die Stacheln schützen sie, wenn sie direkt vor ihr sind. Und der Zauber ist alle und ich sitze in der Ecke fest. Trink. Wechselzauber. Oh, nö. Okay, machen wir mal das da. Vielleicht kannst du sie aus der Erde rausholen mit den Dingern. Nee. Und es sieht ein klein wenig komisch aus, wenn man mit denen rumläuft. Talan sieht so wichtig aus damit. Ja. So, trink. Schneller. Schneller, schneller, schneller. Und roll dich. Und warum schießen die doofen Pfeile nicht? Trink. Ah, na also. Ah, muss sehr nah dran sein. Okay. Zauber, Zauber, Zauber. Wechsel auf große. Und da kommen wir nicht durch, ne? Nee. Okay, bereit machen zum... Oh, ich habe sie unterbrochen. Das geht. Sehr gut zu wissen. Oh, oh. Zauber. Okay. Da weiß ich noch nicht genau, was ich gegen machen könnte. Also wenn ich hier stehe, ist es ja Stein unter mir. Ist deswegen die Nachricht da? Ja, Safe Zone. Was macht Sinn, dass sie nicht aus Stein rauskommen kann? Jo. Hier hätte sie den Kopf stoßen müssen noch an dem Stein. Das wäre super gewesen. Weg. Das läuft schon viel besser als beim ersten Mal. Was prima in den Zaubern liegt, ne? Na komm, piek's mich. Es haut auch ganz gut hin mit den Lebenspunkten. Also dafür, dass wir es gar nicht so häufig steigern, kommen wir relativ gut klar. Wir werden halt nicht so oft getroffen. Oh. Aber wenn, wir haben jetzt gerade mal 15% oder so verloren nach einem Treffer. Sehr gut managebar. Weg, weg, weg. Oh. Ah, okay. Na, jetzt wissen wir ja wo. Hier hin. Nehmen so ein Live-Gem. Dann haben wir noch ein paar. So. Warten. Jo. Bist gleich kaputt, bist gleich kaputt. Schneller, 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 schneller. Und fertig. Goodie. Victory achieved. Scorpioness Nashka Soul. Steht da was bei? Scorpioness, da. Nashka wurde geboren in den... Ah, wurde durch die Missetaten eines uralten Wesens geboren. Eine schwächliche Seele am Beginn, die in den Wahnsinn abglitt. Also wahrscheinlich war der böse Dämon irgendeine Riesenspinne, der eine Frau vergewaltigt hat und auf magischem Wege dafür gesorgt hat, dass sie schwanger wurde? Keine Ahnung. Wie kommen wir hier hoch? Kommen wir da hoch? Nee. Steht doch nichts auf dem Boden. So wie Zeitverschwendung oder so. Das wäre auch praktisch, wenn du springen würdest. Ja, ja. Vielleicht muss man ganz einmal außen rumlaufen, um da hinzukommen. Also hier hoch, dann da einmal über die Düne rüber. Oh, da hinten. Da ist ein Weg. Nee. Oh, vielleicht kann man das Ding. Genau. Wie kann das Ding da hinten umhauen oder anhauen oder dergleichen? Ah, hier ist eine Nachricht. Try Equipment Breakage. Und versuche deinen
Ach so, das könnte sarkastisch gemeint sein. Da stand, versuche deine Ausrüstung zu zerstören oder Ausrüstungszerstörung. Ich dachte zuerst, es könnte gemeint sein, dass man das Ding hier kaputt hauen soll. Aber ich denke eher, es ist gemeint, hau doch einfach ein paar Mal gegen, dann ist dein Schwert kaputt. Aber mehr bringt das auch nicht. Yeah. Na gut, lassen wir dich da oben und gucken mal hier weiter. Da. Hurra. Illusionary wall ahead. Try eliminating one at a time. Hidden path ahead. Yeah. Okay, ich denke, das werden alles Trollkommentare sein. Weil hier sind tierisch viele von diesen glatten Wänden. Was? Try fog wall, therefore try behind. Was? Liar ahead. Ja, ich denke, genau. Ich denke, ich werde jetzt nicht jede Wand hier überprüfen. Es wird nämlich nirgendwo. Oder irgendwo ganz dazwischen, aber da habe ich jetzt nicht den Nerv drauf. 50 mal Wände, mehr als 50. Die 1000 mal Wände zu checken. Doors of Pharos. Pharos war der gute Mann, der die ganzen mechanischen Fallen und dergleichen gebaut hat. Das heißt, es ist naheliegend, dass wir entweder hier mehr von den Steinen bekommen oder ganz viele Steine benutzen müssen. Großer Elefantenmann. Geh weg, großer Elefantenmann. Ah, 1100 Seelen, das ist sehr schick. Ich hätte trotzdem ganz gerne ein Leuchtfeuer. Also nicht, dass wir so weit laufen müssten, aber... Oh, Blut. Prismstone. Ach, das waren die Dinger zum Runterwerfen. Ah, vielleicht werden die noch hier praktisch sein. Kiste. Ah, das ist keine Kiste. Und dahinter ist ein Zwerg. Hallo Zwerg. Wir müssen nur kurz die Kiste da umbringen, dann können wir uns um dich kümmern. Du siehst aus wie der Händler, den wir gesehen hatten. Oh. Mit dem Wheel Deal, was auch immer. Vielleicht treffen wir ihn hier wieder. Gurm Warrior Gloves. Wir sind kein Warrior. Dark Leggings. Ah, das klingt schon besser. Licht? Ja, ein Leuchtfeuer. Sehr schön. Dann machen wir erstmal hier eine kleine Rast und gucken uns gleich weiter um.